Letztens kam wieder die Nachricht, also im Kommentar stand drinne, wenn ich den Muggel da liegen sehe, dann erinnert es so an Kalito. Und ja, und hier ist ein anderes Muggelchen. Und dieses Muggelchen und das andere Muggelchen begrüßen euch ganz herzlich. Bums. Ganz herzlich zum Mucki, Mucki, zum Food Hall. Mucki, zum Food Hall. Ja, begrüßte die unsere Community zum Food Hall. Ja, machen wir, ne? Und nach dem Intro geht's dann los. So. Yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Ich sag's durch die Blume, durch Salz nicht. Salz machen wir mal weg. Komm her, gib mal her. Da drüben nicht, da sieht man's auch. Ja, dann schläft hier gerade in der Ecke. Ja, mach wie du denkst. Ja. So. Das Muckelchen und das Muckelchen. Dreh ich erstmal um, damit man den Spruch liest. Hier, komm her. So. Nicht gemerkt, richtig, mal, gib mir. Nee, 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 hier zu mir. So, so, so. Könnt ihr mal lesen, ne? Okay. Jetzt kannst du dich umdrehen, jetzt die Maus. Ach ja. Die Kapuze sitzt richtig schön. Ja, ja. Und er sitzt hier und putzt sich. Hallo Freunde. Hallo meine lieben Fans, ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Food Hall. Wir sind zwar immer noch, aber ja. Wir werden sehen nicht ein, Buch, dass wir so lange aufs Küssen verzichten müssen. Eben. Ne? Kann uns die Erkältung mal ja. Dahin. Ne? Und so. Und so. Und so. Guck mir mal an, das ja. Ist ja wieder. Fesch, also. Ja, ja. Wir müssen Haare schneiden. Ja, der Friseur muss kommen. Ja. Die Friseurin. Die muss kommen. Haar-Make-up. Haarstylistin. Ja, oder wie heißen die von, die sich immer schminken und dann, wie heißen die? Make-up-Artist. Ah, ja, ja, also denn nicht Make-up-Artisten, sondern Hair-up-Artisten. Wir haben heute, ach, wir haben heute Donnerstag. Eigentlich sollte heute der Food Hall online gehen. Aber Leute, wir haben es nicht geschafft. Wir waren gestern Abend erst einkaufen und dann hatten wir dunkel, hatten wir auch keine Lust mehr, hier die ganzen Lichter aufzubauen. Und deswegen gibt es heute als Freitag den Food Hall. Ja, so ist es nun mal, ne? So, wir waren einkaufen. Wir waren auch nur bei Lidl, Aldi, Hit. Na, und Hornbach. Und aber Hornbach, genau. Hornbach, da braucht man nur eine Platte. Eine Platte, ja. Nicht eine Platte vom Kopf, nur eine Platte. Nur eine Platte. Mhm. Wir fangen an mit... Mit? Ne, wir waren ja bei Lidl zuerst. Gut, dann fangen wir bei Lidl an. Wir fangen so an, wie wir einkaufen waren heute. Okay. Wir haben die extra so auch eingepackt. Deswegen hat der gesagt, pack bitte so ein, wie wir einkaufen waren. Genau, ist in Ordnung. Na, das ist aber lecker von dir. So, dann machen wir das mal ganz anders. Und so. Das ist aber lecker. Und so. Und so. Und so. Und das und das und das. Ist auch Lidl. Ist auch Lidl. Ja. So, dann fangen wir doch mit den kalten Sachen gleich mal an. Genau. Mit den kalten, mit der kalten. Mit der kalten Marie. Die Eier sind aber nicht vom Lidl, aber ist ja, egal. Ja, die zeige ich ja noch gar nicht. Und zwar sind das Hähnchen-Nuggets, aber heiß und kalt genießbar. Aber aus Hähnchenbrustfilet und nicht irgendwie irgendwelche geformtes Fleisch. 90% Hähnchenfrustfilets, ja. Frustfilets, genau. Kalt und warm verzehrt waren jetzt, oh, guck mal, runtergesetzt, obwohl die noch bis 25.12.23 haltbar sind. Also müssen wir die jetzt auch nicht gleich aufessen, aber ja. Da sind jetzt drin
2, 4, 6, 8 Stück. Ja, und das mal 2? Sind 16. Genau. Das und mal 3 haben wir nicht. Mal 3 nicht, nein. Und mal 2 habe ich ja, doch genau. Gesagt. Weiß ich doch. Ach ja, na, also bitte, ja. Oh, die Hähnchen, ja, ohne Backofen. Naja, wir machen die in der Heißluftfritteuse. Eben mal schnell kurz. Genau. Also die sind noch bis zum 25. Davon haben wir 2-mal. Ja. Genau, 2-mal. Untergesetzt, das genau. Andere liegt wahrscheinlich noch im Kühlschrank. Ja. So, Hähnchen-Innenfilets, die waren jetzt auch im Angebot für 3,79 oder 3,99 statt 4,99. Ja, Muckels, einmal ist für euch und einmal ist für uns. Seid ihr damit einverstanden? Zweimal. Ja, Muckel? Wisst ihr, hier ist was anderes. Seid ihr damit einverstanden, dass einmal für euch ist und einmal für uns? Kriegt man der neue Produkttester, ne? Ja. So, das und ist erstmal das Kalte. Kalito hat euch gut im Gedanken angelernt, ne? So, jetzt geht's weiter, meine Süßen. Dann, Bacon für Bacon. Den letzten Weg. Ach, den. Wieso wollt ihr den benutzt haben? Ich habe diese Kürbisspaghetti gemacht. Ja. Aber ich habe die erstmal getestet, ob das überhaupt ein Gericht ist, was ich. Zeigen kann. Auf dem Kochkanal. Weil es ist sehr, sehr lecker. Und deswegen machen wir das nochmal. Und dann nehme ich euch natürlich mit. Es war mega lecker. Deswegen haben wir mich den Speck genommen von der Specksoße. Für die Specksoße, aber einmal reicht für Speckdose und einmal reicht für Kürbis. Genehmigt? Ja, gut, okay. Dann haben wir hier 2 Pak Choi. Wir hatten es im Angebot. 1,11 Euro. Ja, genau. Und zwar, man musste also wirklich lange suchen, bis man was Schönes gefunden hat, genau. Der keine Stellen hatte dann kann man sich vorstellen, warum denn 1,11 Euro. Ich meine, gut, du benutzt alles von den Packungen. Ja, eben, ich nehme die Blätter ja auch, bis auf den Strom unten. Ja. Mugelchen, was ist los? Schlief zum Sitzen ein, du kleiner Fettibulette. Oh, der ist ein bisschen böse mit mir, weil... Ne, ihr habt ja den Short gesehen, er ist wirklich zu dick. Ne? Er ist wirklich zu dick und deswegen ist er auch auf Diät. Er hat ja sonst jeden Tag sein Trockenfutter bekommen so, ne? Und Nassfutter. Also wir haben es schon so gemacht, dass er nicht... Aber jetzt haben wir das so gemacht, jeden Mittwoch, wenn wir einkaufen gehen, bekommen sie ihr Trockenfutter und ihr Schabefleisch. Und an den anderen Tagen gibt es kein Trockenfutter, weil Trockenfutter macht echt dick. So, deshalb ist er ein bisschen so mehr in Clinch mit mir. Ist er ein bisschen in Clinch. Ja, kann er machen, was er will. Ja, da muss er durch. Und da ist Ille jetzt richtig hart geworden. Ja. Ne? Also die ist ja konsequent. Ja, ich möchte nicht, weißt du, mein Teli, den kennt ihr ja leider nicht. Mein Teli, der hatte zu seinen Höchstzeiten knapp 10 Kilo. Ich meine, gut, er war auch ein großer Kater. Aber ich muss ihm das nicht antun. Ne? Das ist wirklich, das ist Tierquälerei. Das macht man nicht. Muss da jetzt echt aufpassen und deswegen ist da jetzt eine Regel vorgeschoben. Ja, ich hatte schon Ille gefragt, ob das eventuell eine Veranlagung ist, aber sie meinte, das kann keine Veranlagung. Ach, das ist keine Veranlagung. Das ist alles, sind alles nur Ausreden. Ja, ich rede mich ja nicht aus. Nee, ich meine nur. Ja. Dann brauchte Ille Taschentücher, super soft von von Lidl. Flores. Ist doch real, die Kreise. Also 4 Lagen. Das soll die Nase putzen. Mehr nicht. Dann Schokobrezeln. Ja, die sind lecker. Vollmilchschokolade, salzige Brezel, umhüllt von leckerer Vollmilchschokolade. Die sind lecker. Die müssen wir mal probieren. Da hat Ille 2 Pakete mit reingepackt. 60% Vollmilchschokolade, Mr. Chop. Oh, gibt es aber auch im. Ne? Was ist denn? Brille. Brille, vielmal. Nein. Was ist hier? Schon probiert, Schokobrezeln. Was heißt das hier unten? Zartbitter, nee, Zartbitter mag ich ja nicht. Ich werde es nicht probieren. Also 2-mal Schokobrezeln. Ja. Dann, Porzellan. Eine
Muckel. Na, Muckelmaus, hast du noch ein bisschen Bubu in den Augen? Nö. Ich habe mich irgendwie mit dem, so einem Serum eingecremt und Creme. Und Creme. Und das ist so ein bisschen so. Dann hatten sie bei Lidl. Hatten sie im Angebot? Ja. Geramon Minis. Also 3 Stück. Na ja, Ille hat recht und ihr habt auch recht. Das Was hast du gesagt? 5? Nee, 4. Aber passen ja keine 4 rein. Da passen keine 4 rein, ist ja klar, ne? Wie gesagt, ich mag die am liebsten. Die sind dann wirklich aufgegessen. Und manchmal ist es so, dann vergesse ich es einfach, dass ich da noch was habe. Und dann wird er zu trocken. Käse, ist das was für dich? Wie Kalito, ne? Oh, guck mal, ich muss mit dem. Dann Buko der Sahnige von Ala. Der war jetzt im Angebot in Euro. Und, einmal der Sahnige, genau. Und einmal Toskana. Toskana. Ja, und dann, dazu muss ich noch was sagen. Ille hatte letztes Mal diesen Himbeer. Genau, diesen Barbie. Frischkäse, der so rosa war. Leute, der war mega lecker. Das ist aber langweilig, wa? Der war mega lecker. Der war richtig, war nicht so süß. Hat nach Beeren geschmeckt, war cremig. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich mir noch mehr davon mitgenommen. Oh, das war so, so, so lecker. Ja. Also wenn sie den mal wieder beim Lidl haben, holt ihn euch. Wo langweilen wir dich, Muckel? Muss immer seine Zähne mir angucken, ne? Bananen. Banane. Okay. Mhm. Ja, Muck. Okay. Ist das okay? Okay. Riecht ja nach Banane, ne? So, dann hat Banane. Dann hat Ille. Ich hab gedacht, hä? Hä? Da stimmt was nicht. Hä? Der ist aber nicht vom Lidl, oder? Doch. Der ist vom Aldi. Nee, der ist nicht. Ich hab die Bums in meiner Jackentasche, Schatzi. Aber dann müsstest du aufstehen. Ich meine, ich könnte jetzt hier einen Cut machen und du gehst holen und. Du hast. Bitte. Hi. Steht nicht drauf. Von wem? Halt. Der ist vom Aldi. Bist du sicher? Also 100% schon. Ich gehe mal gucken. Bei Lidl habe ich den, nein, der ist vom Aldi. Der ist von Aldi? So, wo hast du jetzt deine... In meiner Jackentasche, rechts. Der ist vom Aldi, der ist in Rot und in, nach eigener Rezeptur, Kälterei Heil. Na, Heil. Die Flasche ist auch schöne Maserung. Die neue Jacke an die Stelle. Ja. Aber den Bon von Dings habe ich jetzt hier nicht. Ne? Von Lidl ist er doch. Ja, wenn bei Lidl nicht droht. Vom Aldi hast du da den Bon. Ja. So, was soll der denn? Ach doch, hast du recht. Also packe ich mir ein. Ja, zeigen wir euch gleich nochmal. Packen wir mir ein. Entschuldigen Sie bitte diesen Zwischenfall. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Okay, also dann haben wir Ille gefragt, ob es doch Hokkaido gibt. Ich habe dann Tante Alex gefragt und Tante Alex sagte eigentlich so bis Oktober, ne? Mhm. Aber da haben wir noch einen gekriegt. Ja, aber ich muss unbedingt nochmal die Kürbisspaghetti machen, die waren mega lecker. Die waren wirklich lecker. Ja. Sehr lecker. Mhm. Mal 2 Tage von ihr gegessen. Ach so, aha. Aha. Also, das ist nicht durch, der kaut die durch. Nicht kauen. Der kaut die durch. Nicht kauen, so. Also, ein Kürbis, ein Bio-Hokkaido. Genau, Bio, ja, da liegen wir ganz großen Wert drauf. So. Bio-Speisekürbis Hokkaido. Woher? Aus deutschen Landen. Ich weiß gar nicht, doch, gibt es woanders auch. Die kommen eigentlich aus Hokkaido. Ich glaube, so, ja, der Teil heißt so, woher aus China, Japan, Korea, irgendwo da unten, Hokkaido. Da werden die, da kommen die eigentlich ursprünglich her. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. So, dann haben wir ein etwas... Ja, nicht wir. Ja, ich. Die hatten Zitronen,
Einmal liegen für 99 Cent. 88 hast du gesagt. 89. Nein. No, einmal 89, genau. Und dann habe ich die gegriffen. Da habe ich gedacht, das ist für 89. So viel für 89. Da kann ich noch ein zweites Päckchen mitnehmen. Ich kann noch ein zweites Päckchen mitnehmen. Und das war nämlich für 89. Und das war dann für 1,29. Also, ja, war dann ein bisschen komisch, ne? Ich habe dann einfach zugegriffen, habe gar nicht gemerkt, dass das so viele waren. Aber die sehen gut aus, die halten sich auch noch. Ich brauche ein bisschen, ich will mal wieder backen. Ihr glaubt es nicht? Ich ja. Ich will mal wieder backen. Und warum? Wir kriegen nämlich Besuch, ne? Aus, wo kommt sie her? Aus Duisburg. Aus Duisburg. Ne? Omis Seelenschwester kommt nämlich hierher. So, da war ich natürlich ein bisschen, ich möchte gern diesen Kuchen backen. Ja, ja, klar, ja, was ja lange nicht gebacken. Aber was mich nur wundert, sei. Zum Geburtstag hast du keinen Kuchen gebacken. Da waren wir beide krank. Ja? Und jetzt kommt ihre Seelenschwester und da wird Kuchen gebacken. Ja? Nur mal so zur Info, ne? Liebe, Punkt, Punkt, Punkt. Ah, nee, Heike, kann ich dir ruhig sagen, liebe Heike, ne? Wenn ich da was merke. Nein, also, alles gut. Zitronen in Hülle und Fülle. Aber ja. Ille trinkt ihren Tee ja auch gerne mit Zitrone. So ist es. Ja, dann haben wir, zu den Kuchen brauche ich Schmand. Zwei Becher. Ein Becher, zwei Becher, Schmand. Zu dem Kuchen brauche ich Apfelsaft. Aber ich habe da lange gestanden, überlegt, welchen nimmst du? 100%igen hättest du sehen müssen. Ist 100%, ja, ist Apfel, ist naturtrüb, aber ja. Das spielt beim, ja, ja, das spielt, spielt beim Kuchen keine Rolle. Wir haben nicht geübt. Nein, wir haben nicht, es ist kein, da ist kein Drehbuch. Also Premium Direktsaft, Apfel naturtrüb. Gut, der war von Solevita, war etwas preiswerter als der andere von der Biofirma. Der sollte, glaube ich, über 2 Euro kosten. Und ich glaube, der kostet jetzt, ich muss jetzt mal schauen, 1,19. Ist sogar von Stiftung, nee, von Stiftung Warentest und von Ökotest getestet worden. Ja, alles gut. Dann brauche ich für den Kuchen Familienpudding. Haben die Kinder mehr? Da muss ich gucken. Aber da guckt man doch, wir haben noch Familienpudding. Bon must. So, ja, den guten. Und Eddie. Ja, jetzt muss ich gucken, wie lange ist der haltbar. Der ist bis 25 haltbar. Also, wenn ich dann noch welchen finde, dann lege ich den wieder weg und dann weiß ich Bescheid. Oder und ich mache mal eine schöne Puddingsuppe. Euch hat ja einen Schulfreund und dann hinterher auch ein guter Freund. Frank Markgraf kann ich ja nennen, der lebt ja nicht mehr. Und das war so ein. Was habe ich mit dem gelacht? Der mochte immer gerne so Puddingsuppe. Ne? Nicht so festen Pudding, sondern aus so einer Pudding die doppelte Menge an Milch und dann als Suppe. Das mochte der immer so gerne. Frank. Gott hab ihn selig, ja. Amen. Ja, dann für den Kuchen auch ein Becher Schlagsahne. Was hätte ich auch saure Sahne mit? Saure Sahne liegt die noch. Saure so nee, die liegt noch im Kühlschrank. Okay. Die haben wir doch letztes Mal. Habe ja hab ich den nicht für den Hokkaido? Ach nee, da habe ich ja die Kokosnuss genutzt. Die Kokosnuss genutzt. Da habe ich die Kokosnuss genutzt. Da hast du die Kokosnuss. Und da sind wir schon bei der Kokosnuss. Kokosmilch, Kokosnussmilch. Einmal habe ich mitgenommen. Die hatten sie gerade im Angebot gehabt. Die Kokosnussmilch. Und zwar $99. Angebot, ja. Ja, ich glaube, die ist schon Alte, steh mal endlich auf. Alter. Dann lass mich aufstehen, dann geh weg, ich stehe. Nein! Könnt doch wieder meckern. Ach nee, Leute. Nein. Ach nee. Ach so, wenn Omi jetzt schon mal gerade nicht. Was hat.
So, jetzt muss ich muss jetzt noch mal ein leidiges Thema ansprechen. Ja, im Kühlschrank ist nichts. Dann ist auf dem Balkon. Dann gehe ich auf den Balkon. Was will ich? Dann gehe ich ja noch mal hin. Ich laufe doch. Ich muss doch auf meine Kilometer kommen. Ja. Ich muss jetzt noch mal ein Thema ansprechen. Und zwar geht es um das Werbevideo für die Staubsauger. Wisst ihr, nicht nur ich, sondern wir können es nicht mehr lesen. Wir schauen euch ja wirklich gerne. Aber immer diese Werbevideos. Und ich deabonniere euch jetzt. Ich schaue euch wirklich gerne. Aber jetzt deabonniere ich euch. Ey, das war von dir der erste Kommentar. Und wenn du uns wirklich gerne schauen würdest, warum haben wir dich noch nie gelesen? Also auf solche Abonnenten können wir auch gerne verzichten. Tschüss. So, dann jemand, auch, ich nenne jetzt einfach mal den Namen, Kendall Princess. Klar, bist du schon lange unsere Abonnenten, das weiß ich. Und du hast auch schon mal was von uns bekommen in den Anfangszeiten. Irgendwas Make-up-mäßiges. Aber dich lese ich wirklich immer nur, entweder wenn es was zu meckern gibt oder wenn dir was missfällt oder wie auch immer. Ja? Und wenn du uns jetzt deabonnierst, kein Thema, dann musst du gehen. Aber auch du, immer diese Werbevideos. Im Thumbnail wird angegeben, um was es geht. Dann klickt nicht drauf. Klickt nicht drauf. Aber nicht draufklicken und dann noch meckern und das kommentieren. Wozu? Unnötig. Das ist einfach unnötig. Müsst ihr nicht machen. Klickt weiter. Es steht im Thumbnail drin, worum es geht. Und nicht dann schreiben, na, ich wollte ja mal reingucken. Ja, dann ist es doch dein Problem. Aber dann lass deine dummen Kommentare. Ja, weil das sind unnötige Kommentare. Einfach wegklicken. Da oben ist ein X oder erst gar nicht anklicken. Wir können es wirklich nicht mehr lesen. Ne? Ich schaue euch wirklich gerne. Und dann guckt man ja der erste Kommentar. Leute, merkt ihr selber, oder? Du, nee, wirklich, da krieg Sonnenhals. Sonnenhals, ja? So, jetzt hätte mir Luft gemacht. Lastet! Zahlt mich, steht immer drin, um was das geht. Wenn euch das nicht zusagt, nicht anklicken. Ganz einfach. Und nicht anklicken und dann noch meckern. Also, Leute, ja, merkt ihr selber, oder nicht? So weiter. Dankeschön, mein Schatz. Bitteschön. Prost. So. Da habe ich doch gestern dir ein Video gezeigt. Aber nee, das können wir jetzt hier nicht machen, ne? 80 Euro Waldi. Ja, genau. Ja. Da könnte ich schon zeigen, natürlich. Zeigen? Ja, ja. Mal linken. Furchtbar. Wir können es nicht mehr lesen und ich schaue euch wirklich gerne. Aber kommentiert nur, wenn es was zu meckern gibt. Nee, Leute, geht nicht. Echt, geht nicht. Geht nicht. Das hat auch nicht mit konstruktiver Kritik zu tun. Einfach nicht anklicken und gut ist. Da muss man auch nicht kommentieren. Ey, von nichts kommt nichts. Gönnt doch einfach mal. Ja, Mucki, was denn? Wenn ihr denkt, dass wir dafür bezahlt werden, für diese Wiesnebi, wir nehmen noch nicht mal Geld dafür. Wir nehmen kein Geld dafür, weil wir das nicht möchten. Uns reicht, wenn wir die Produkte bekommen, dann wollen wir nicht doch bezahlt werden. Aber gönnt doch einfach mal. Einfach mal gönnen können. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, wegschalten. Ganz einfach. Oder deabonnieren. Auch kein Thema. Wirklich. Echt mal. Ich rede nicht von unseren Stammabonnenten, die immer... Hast du schon mal eine Sassi meckern sehen? Hast du schon mal eine Ingrid meckern sehen? Hast du schon mal eine Elke meckern sehen? Hast du schon mal... Ich komme jetzt gar nicht auf all die Namen. Die haben noch nie gemeckert. Noch nie. Und das sind Stammabonnenten. Die haben noch nie irgendwie was Negatives geäußert. Ja? Ja, und wenn es denn so gewesen wäre, war es dann aber auch ein Meckern vielleicht auch... Dann war es vielleicht konstruktiv, aber ich habe noch nie irgendwas gelesen. Ja, genau. Ja? Nee, weil die gönnen. Die können gönnen. Wie sie, was los ist mit euch? Irgendjemand schrieb mal, man soll auch mal den Hintergrund sehen, von wegen, was da alles für Arbeit drin steckt. Genau, und überleg doch mal, wisst ihr eigentlich, was an Arbeit in YouTube steckt? Ich meine, wir machen es wirklich gerne, weil es ist unser Hobby. Aber es ist viel Arbeit, setzt euch doch mal hin und macht mal sowas. Dann werdet ihr sehen, dann werdet ihr auch denken, oh Mensch, toll, dass die Firmen uns anschreiben und dass wir was bekommen.
Ja, damit werden wir ein bisschen belohnt, wenn für unsere Arbeiten. Die sehen uns gerne. Und wenn jetzt wieder einen sondern die sehen, ja, die schreiben euch doch nur an, weil sie ihre Produkte loswerden wollen. Dann würde ja jeder angeschrieben werden. Hä? Merkst du, ne? Oh, ich wirklich, ey. Ruhig, ja, komm wieder runter. Komm wieder runter. Jetzt weiter. Wir sind jetzt bei der Kokosnuss. Bei der Kokosnussmilch sind wir stehen geblieben. Genau. Dann. Und davon haben wir zweimal mitgenommen. Zweimal. Eine in Reserve. Die ist auch noch bis St. Nimmerleinstag haltbar, bis 24. Also bis nächstes Jahr August. Wenn wissen wir. Einer war das schon. Und wenn ihr wisst Bescheid, ne, solange ihr nicht lebt und keinen Pelz hat. Und nicht friert. Dann zwei goldene Kiwis. Ja. Ob die Kiwis schmecken auch nicht mehr so wie früher. Ne? Doch, das sind goldene. Ja, die schmecken, die grünen mag ich nicht. 49 Cent. 49. Naja. So. Hast du früher eine Mark für so eine Kiwi? Dann haben wir mal wieder von Lidl Katzenfutter zum Probieren so, mitgenommen. Ja, stimmt, ja. Ich hab gesagt, warum Aldi? Stückchen mit Ente und Geflügel. Dann hat Ille gesagt, mein Gott, dann nehmen wir doch mal auch meine eine preiswerte Sorte mit. Das teure fressen sie nicht. Sie fressen es nicht. Leute, sie fressen es einfach nicht. Sie fressen es. Wir können euch gerne zeigen. Oder mal bitte eine Büchse, eine teure Büchse. Damit sie das auch loben. Sie fressen es nicht. Sie fressen es nicht. Was ich schon an Geld ausgegeben habe. Und dann wiederum sagt mir, das ist doch nur von Menschen gemacht. Wenn Katzen draußen leben, ja, wenn Freigängerkatze oder Wildkatze oder die Kinder zu Hause haben, die fressen alles, was sie kriegen. Und wenn ich dann denke an meinen Ex-Freund, ja, der hatte zwei Kater. Die sind rausgegangen, die waren Freigänger und haben nur Felix bekommen und sind 18 Jahre alt geworden. Ich meine, hallo. Früher gab es nur Whiskers. Und jetzt nur jede Sorte, da eine Sorte und da eine Sorte und jede Sorte ist besser und anders und toller und gesünder und hast du alles nicht gesehen. Hier, Rosis Farm, ja. Hier, Rosis Farm. Teures Futter. Wirklich teures Futter. Sunny Summer Menu, Türkei with, was ist ein Quell, warte mal, so auf Englisch, warte mal, Deutsch auch. Na jedenfalls ist da kein Getreide drin, nee. Keine. Allein Futtermittel für ausgewachsene Katzen, Pute mit Wachtel sogar, ja. 65% Pute, besteht aus Putenfleisch, Putenherzen, Putenleber, Putenhälse, 29% Brühe, 5% Wachtel, 0,7 Mineralstoffe, Lachsöl, Inulin, was sollen wir denn machen, wenn sie es nicht fressen? Wisst ihr, wie teuer das Futter ist, ja? Die Dose kostet? Ich hab jetzt, die Dose kostet knapp 2 Euro ja. Oder so. Wenn sie im Angebot sind, ist es ein bisschen günstiger. Ja. Aber ansonsten, und das ist... Das ist wirklich hochwertiges Futter und gutes Futter, aber was sollen wir denn machen, wenn sie es nicht fressen? Genau. Na, jedenfalls haben wir also hier von Koshida Selection, das ist mit Ente und Geflügel in Gelee. Jedenfalls ist das zuckerfrei, ja. Getreidefrei, ja. Das frei, von allem frei. Ja. Aber wenn sie es nicht fressen, fressen sie es nicht. Also ich sag mal so, eine Maus... Ich kann mich erinnern, früher war es so, dass wir eine Kornkammer hatten, wenn das Korn aus Österreich kommt. Austria ist doch Österreich, ne? Austria. Ja. Dann sind die Mäuse da auch in die Kornkammer gegangen, haben auch Getreide gefressen. Na Logo, und wenn die Katze die Maus frisst, hat sie auch Getreide gefressen. Genau. Also irgendwie, ach, ich weiß nicht, ey. Schreibt mir doch mal eure Meinung zu dem Thema. Katzenfutter. Und alle, die Katzen haben, in den Kommentaren. Klar habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihnen so ein Futter gebe. Wobei das auch kein... Ohne Zusatz von Getreide, ohne Zusatz von Farb- und Aromastoffe, ohne Zusatz von Zucker. Ja. Aber ist halt nicht so viel Fleisch drin. Ja, aber... Was soll ich machen? Du isst als Mensch ja auch das, was du magst. Ja, was mir schmeckt, weil es ungesund ist. Ja. Aber schreibt mir bitte, ich brauche ein bisschen Trost von euch.
wie ihr das handhabt, bitte. Ja, das war jetzt der Einkauf von Lille. Wie gesagt, eine Dose haben wir, die habe ich noch, sagt Lille, die nehmen wir noch mal zum Probieren. In der Dose, die ist noch minderwertiger. Die ist noch minderwertiger, haben sie gefressen. Es ist aber schwer. Es ist kein Zucker drin. Es ist auch kein Zucker drin, nein. Ich räume mal dabei ein ganz bisschen weg. Na, was gehst du da oben spazieren? Our life, our story, our home. Ja, da sitzt er gerade, gegenüber. Okay, bist du jetzt, hast du hier noch vom Testen? Ja, ihr seid jetzt ein bisschen irritiert, ne? Weil gestern gab es euer Schabelfleisch und heute packen wir die Dienstess aus. Kölnisch, ne? Ja, Kölnisch. Kömisch. Das ist sehr kömisch, Dill. Ist kömisch. Nicht böhmisch, sondern kömisch. War das gestern kalt? Heute ist Donnerstag, gestern war Mittwoch. Gestern war echt kalt, du. Habe ich mir eine neue Jacke angehabt. Ich habe mich eine neue Jacke gekauft. Für... Zeig euch nicht, teuer Lieber. Könnt ihr euch nicht leisten. Was, wenn du schon mal stehst, kannst du mal kurz zeigen. Meine teure Jacke. Ich stehe so. Kannst du mir bitte? Ich stehe. Ja, hol mal bitte. Holst mal bitte die Tasche. Hol mal den nächsten Einkauf bitte. Und dann hol mal die Tasche. So, was war dann? Dann war Aldi. Dann war gut. Aldi, schönen Sachen geholt. Jetzt haben wir uns doch schon verliebt. Oh Gottes, ey. Jetzt sind wir so komisch. Und Sassi, zu dir nochmal. Sorry, dass ich bei Instagram das heute als gelesen habe, wir haben heute Donnerstag. Also für alle anderen, auch liebe Sandra Breukmann, du hast auch halt auch irgendwann jetzt gelesen. Leute, ich bin bei Instagram nicht mehr so oft. Also ganz, siehst du, die. Ich weiß ja nicht, wann die Nachricht war. Vom 7. November, Sassi. War jetzt erst bei Instagram wieder drin. Ich bin so selten bei Instagram. Einfach das Community-Handy nutzen, wenn was Wichtiges ist. Ja, zeig mal meine Jacke. Guck mal meine schöne Jacke. Ich meine, die Farbe kommt hier in... Die ist da, guck mal, wie grell die da ist. Ja. So grell ist sie nicht, ne? Nein. Aber ey, Leute... Bei Bonprix 10 Euro runtergesetzt und die ist so schön zu tragen. Was kostet sie denn nun? 10 Euro? Ja, auf 10 Euro runtergesetzt. Ja, jetzt weiß ich, was sie vorher gekostet hat. Ist mit Knöpfe, aber die ist so schön. Bei Bonprix 10 Euro. Ja, und dann müsst ihr euch vorstellen, dann schickt sie mich nach zum Hermes hin, weil sie es nach Hermes schicken lassen hat. Nach Hermes. Zum Kiosk. Naja, oder über Hermes. Paketshop. Ja. Und sagt zu mir, das ist nur ein kleines Paket. Ja. Ihr habt ja schon wieder vergessen, was da drin war. Ja. Ich habe auch zu ihr gesagt, ich sage, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja mal die Sackkarre genommen. Na, so hip war es ja nicht. Naja. Das war die Jacke. Ja. Die zwei Kimonos. Ja. Für den Sommer. Für den Sommer, der Pulli, was war noch? War für dich auch was bei? Diesmal? Der Kimono. Mehr nicht. Nö. Da waren nur die vier Sachen. Ja, nee. Doch. Nö. Na gut, aber die Jacke braucht halt ein bisschen. Da fehlt noch was. Warte mal, ich hab doch. Ach, doch, da haben doch was zurückgeschickt. Ach ja, was hat denn zurückgeschickt? Ach, eine schöne Bluse, genau. Ja, eine Bluse. Die war dir zu groß, nee, zu klein. Naja, nee, die war schon gut sitzend, aber weil die durchsichtig ist, muss man natürlich ein bisschen weiternehmen. Wir sind jetzt bei Feinkost Albrecht. Und zwar hat Ille Alkohol gesehen. Jetzt kommen wir zur Sache. Apfelglühwein. Ja, Apfel. Kennt ihr niemand? Hat schon mal jemand Apfelglühwein getrunken? Ich soll den anderen machen. Glühwein mag ich ja nicht wirklich. Nee, also ich mag keinen heißen Rotwein. Aber bei dem Apfel, da kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Ich überlege gerade, ich habe früher auch mal einen richtig schönen Glühwein gemacht. Hier? Nee. Aber ich kriege die nicht. Damit, als ich in der Gaststube gearbeitet habe. Also nach einer Rezeptur, weihnachtlich gewürzt. Steht nicht drin, was drin ist. Nee, damit man es nicht nachmachen kann. Steht nicht drauf, was drin ist. Nee. Hat auf jeden Fall 5,5% Volumenalkohol.
Also wenn ich die Flasche leite, eine Alkoholvergiftung. Ach naja, nee, ich, aber ja. Du schwingst dich dann einfach in dein Bett und dann ist das in Ordnung. Unser Lieblingsbrot, wobei Ille sagte, sie hätte auch mal wieder Appetit auf ein ganz stinknormales Brot. Graubrotschnitte, ja. Und eine Bauernschnitte Roggenmischbrot. Jo. Wollte sie auch haben. Jo. Dann, wir essen ja so selten Brot. Dann fahre nochmal zurück, ich bin jetzt nochmal beim Kuchen. Apfelschmandkuchen. Torte. Und im Rezept steht Boskop. Und was haben wir gekauft? Elster. Und was habe ich gesagt? Wir haben dann bei Hit Boskop gekriegt und da hat Ille gesagt, mit dem Elster macht sie Appelmaus. Die ist geknutsche. Appelmaus. Elster ist aber auch ein guter Backapfel. Ne? Davon aber da kann ich auch einen schönen Apfelmus von machen. Da kannst du auch einen schönen Apfelmus. Ein Moment, wo haben wir jetzt hier? Haben wir Aldi, weil 1,59 oder so. 1,49, 1,59. Also dieses alkoholische Getränk kostet 2,49 Euro. Was? Ja. Der Apfel Elster. Ja. Okay. 2,29. Der Boskop war ein bisschen günstiger bei Hit. Du hast doch gesagt, na, wir bei Hit. Ja, ich wollte gleich bei Hit. Nee, ja, der ja, Kater. Du wolltest dann zum Russen gehen. Genau. Und sie hat gesagt, ach, wir gucken bei Hit. Ich sage, wenn sie bei Hit sind, immer so teuer und so. Ja. Na, jedenfalls sagte, dann nimm mal den Elster. Nimm mal den Boskop und ich nehme mal den Elster für Apfelmus. Also Elster. 6 Äpfel. Bitte? So, es naht die Winterzeit und es naht das Sternenleuchten. Manchmal leuchten ihre Augen, aber nur manchmal. Einen Teebeutel von Teekanne mit Pflaumen- und Zimtgeschmack. Muss man nehmen, ist der gesüßt? Nee, ne? Nein, ich das guck ist. Guckst du mal selber. Aromatisiert mit Pflaumen und Zimtaroma. Genau. Nein, der ist. Davon ist Zucker, ein bisschen Zucker ist drin. Wo steht denn das? Davon Zucker 0 Gramm. Doch nur 0. Kein Zucker drin. Ach so, gut. Ist kein Kot. Ist Dann hat sie hier Haferflocken für das gute Frühstück. Oder nicht so gut? Für meinen Drink, ja. Und trotzdem kann ich, ist ein anderes Thema. Trotzdem konnte sie nicht. Nee. Sie konnte es nicht. Ja, dann habe ich hier noch Pizzaliebe, mild und aromatisch, Gouda und Mozzarella. Für die Pizza aus Nizza. Dann, ach ja, Maxi King. Maxi King 1-2-mal. Wo sind wir jetzt eigentlich? Bei Aldi, ne? Ja. Ach, da, also ich habe schon was gesucht. Aldi. Maxi King 1,19. Zweimal? Ja, sind zweimal, Schatzi. Zweimal dasselbe? Ja. Okay. Dann brauchte ich Müllbeutel. Einmal, es gibt sie wieder, aber das hatte ich schon mal gesagt. 50 Liter und zweimal 25 Liter. Hm. 1, 2 und 1. Pack's mal wieder ran. Nee. Ja, dann haben wir von hat Ille irgendwie zugeschlagen hier. Flying Power, damit sie dann endlich mal wegfliegt. Ja. Diverse Dosen. Ist lecker. Ist jetzt Apple aber Cinnamon, noch, Apfelzimt. Ja. Ach, das ist jetzt so Weihnachten. Winter Edition, ja. Winter Edition. Winter Edition. Apfelzimt? Ja. Dann hat sie hier noch 37 Cent. Sherry Vanille? Nicht Sherry Vanille. So, was haben wir jetzt? Grün haben wir jetzt und was haben wir jetzt nur noch? Na, andere. Andere Farben.
Ich habe 4 verschiedene Sorten mitgenommen. Grün, haben wir. Rot haben wir, Orange oder so. Orange. Entschuldigung. Nee, ist nur hier dieses hier und dieses hier. Nee. Achso, ist wieder was anderes, genau. So. Das ist Lotus. Lotusblüte oder was? Und das ist? Das ist auch eine Sherry Vanille. Ja, dann ist das der Sherry Vanille? Dann waren es 3 Sorten nur. Ja. Gut. Haben wir's? Ja, sind ja auch nur kleine. Was ist das denn? Lotus. Lotus. Sind ja auch nur so kleine Dosen wie hier. Die Bulli. Wie die Milli Vanille. 250 Milliliter, genau. Aber nun, ich meine, regulär bin ich 1,19 oder 1,20, 37 Cent. Aber die kaufe ich auch nur, wenn sie im Angebot sind. Ne? Also, unbezahlte Werbung. Dosenfutter haben wir dann wieder. Die Mucke ist ihr Lieblingsfutter. Geflügelente, zarte Häppchen in Gelee. Da muss ich immer in die Knie gehen. Ja. Es gibt, alle Katzen mögen wahrscheinlich nicht das Rind. Mögen sie alle nicht, weil da stehen die Dosen unter die Decke, ja. Werden sie nicht los. Nee. Hier muss ich mich dann immer fast unten ins Regal reinkrabbeln, um welches zu kriegen. Wir müssen nächstes Mal wieder woanders einkaufen gehen. Beim nächsten anderen Aldi. Ja, Entschuldigung. Ja, dann haben wir jetzt hier noch einen Sorten. Für Jason. Einen Sorten Kram. Ja, weil jetzt so Weihnachten 77 Cent beim Aldi. Weil es hier so Weihnachtsbäume und Kinder und Schnee. Und was ist da drin? Schokolade, Milka. Achso, nur Schokolade. Sweet Winter, Alpenschokolade mit Weiße. Achso. Ja, und dann, nicht zu vergessen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist meine Frau geblieben? Ich habe von den Paketen, wo denn auch meine Lieblingsschokolade dabei war, ist noch eine übrig. Also ich esse wirklich nur eine Tafel am Tag. Mal naja, am Abend. Am Abend. Also wirklich nur eine Tafel. Ich kann euch demonstrieren. Pass auf, da liegt sie auf ihrem Bett. Ich habe da was Schönes bestellt bei Demo. Also Kooperation ist genau für dich, fürs Bett. Also dann liegt sie so im Bett, ne? Die Beine da lang, den PC hier oben auf der Beine, neben der Beine, ne? Den PC neben der Beine. Ja, und auf die Beine. Auf die Beine, den PC, den Laptop auf die Beine. Dann spielt sie hier und hier nebenan, so hier, so nebenan, so hier immer so ihre Schokolade. So. Schatz, ich hab den schon wieder rausgeschmissen. Schatz, jetzt mit 5 Yoga-Baden hier. So. Ja. Und wenn ich mir dann mal was hole, ich sag, möchtest du was? Nee, ich möchte nicht. Sieg, aber das sind Papier, das leere Papier neben ihr liegt, ne? Ja, und? Als hat sie gesagt, ja? Da ist doch dran geknabbert. Ja, eben gerade. Da fehlt doch ein Stück. Und dann das. Das ist geknabbert. Und dann. Mucke. Als hat sie gleich gesagt, ich hab's schon. Hör auf zu knabbern, du bist wie Kalito. Möchtest du auch diesen Tod haben wie Kalito? Muckel, ich rede mit dir. Ja, mit dir. Ja, brauchst da nicht zwinkern. Hör auf mit dem Plastik. Mensch, wie Kalito, kann's doch nicht sein, oder? Es kann's doch nicht sein. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wo es geblieben ist. Naja, er wird sich fressen, dann kotzt er wieder. Ja, das. Ach so, und dann haben wir jetzt hier noch... Genau. Weiß zwar nicht was, aber haben wir. Sie weiß nicht was, ich muss noch mal aufstehen. Was war denn? Was hast du denn noch, Schatzi? Ach ja. Ach ja, genau. Ach und liebe... wie heißt sie denn jetzt? Gabi. Nee. Frings? Die aus Amerika. Ach, gar Rings. Gabriele. Nee, wie? Ja, Gabi. Gabi Rings. Ja, Rings. Guck mal, jetzt sind beide Hände gleich. Sie weiß schon Bescheid. Ich muss erst neu machen.
Wildberry. Ja, momentan mein absolut Favorite. Ja, trinkt sie. Habe bei meiner Schwester mal wieder getrunken und die trinkt dazu einen schönen Wein und füllt mit Wildberry auf. Ja, ach, liebe Schwesterchen, gute Besserung an dich. Ja. Meine Schwester Regina ist krank. Schickt mir alle gute Besserungs-, Genesungswünsche. So, da und dann den, ne? Ach, ja. Ja, das war Aldi. Nee, ja, doch, war Aldi. Das war Aldi. Oh, oh Gott, was ist heute los mit mir? Leute, entschuldigt bitte. Ja, ist aber bitte. Auch das Wetter auch danach so. Entschuldigt bitte. Trübe. Aua. Ach, letztes Mal schon. Auch er. Hat der nicht auch geschrieben? Ich schaue euch wirklich gerne, aber heute war der Futur sehr verkrampft. Erster Kommentar. Ich muss nichts dazu sagen, oder? Gut. So, wenn du uns wirklich schauen würdest, dann wüsstest du, dass wir angeschlagen waren, sind, dass wir krank waren. Und trotzdem hier sitzt und einen Foodhall machen. Und dann kommentiert er wirklich sehr angespannt. Okay, weiter. Wie gesagt, unsere Eier haben sie nicht mehr. Nein. Ich habe schon so oft gesagt, es gibt wieder BB-Eier. Ich habe extra. Nee, ich wollte eigentlich braune haben. Wozu? Ja, ich weiß, die sehen besser aus. Ne? Brauchst du zum Backen auch welche? Ja, habe ich noch. Hast du noch? Okay. Aber ich glaube, da bräuchte ich 2 Eier. Okay. Also, BB-Eier. Brandenburg. Brandenburg. Ja, ich spreche nicht bei Dose, sondern Brandenburg. Dann haben wir... Ach nee, na doch, machen wir jetzt mal. Soll ich machen? Also hier ich waren... Ich bin dafür zuständig. Wir waren in der... Wir sind jetzt bei... Wir waren in der, unserer Lieblingsfleischabteilung. Und da hatten sie Entrecote wieder im Angebot gehabt. Und wir waren ja mit dem Fleisch letztes Mal sehr zufrieden. Mhm. War das letzte Woche das Fleisch? Nee, vor 14 Tagen. Vor 14 Tagen, meine ich doch. Ja. Und da haben wir gesagt, ja, und dann war auch unser Lieblingsfleischfachverkäufer ja. da. Ja. Und hast du das in Dubai gehabt, oder? Mhm. Und dann... Ist doch gut, Mucke, was der für einen Kamm hat. Mucke, ehrlich, gut, der Schwanz. Oh. Ist doch gut, das war nur dein blöder Bruder. Der ist ja nicht blöd. Doch, der ist blöd. Mucke, mach doch sowas nicht. Guck doch mal, der hat auch einen dicken Schwanz. Was ist mit euch denn los? Ja, sind beide über sich erschrocken. Erschrocken. Also so. Jedenfalls sprachen wir so darüber, wie viele Steaks wir denn nun nehmen. Wir hatten letztes Mal für jeden einen Steak. Aber es war auch nur so ein dünner, musst du dazu sagen, war so dünn. Ja. Das waren vielleicht 2 Stück für 400 Gramm. Ja. Naja, jedenfalls schnitt er dann zu und fragte mich dann noch nicht mal, waren noch nicht mal 400 Gramm. Und ich fragte mich wegen der Größe, weil ich ja die Steakberaterin bin. Und dann sagte er... Diese Dicke? Ich sage, ja, das ist nur, also, war so. Ach, Maus, komm mit der Kirsche. Wir haben dann 4 Stück genommen. Genau. 4 Stück, 900 Gramm. Ärzte sollen ja irgendwann. Das sagt doch Ille immer, man gönnt sich doch mal eben. Dann habe ich nur mitgenommen Morawiecki. Morawiecki. Schinken. Polnisch. Polnisch, ja. Polnisch. Schinkenwurst in Ring. Ja. 116 Gramm. Und wo ist meine... Hier. Golsena und Margo norddeutsche Jagdwurst. Oh Gottes Gott, aber wie steht die denn jetzt? Stand da nicht früher nur norddeutsche Jagdwurst? Nein, das macht jetzt Golsena und Margo. Golsena und Margo. Golsena und Margo, Golsena. Und Margo. Margo. Und Margo. Norddeutsche Jagdwurst. Ja, zusammen haben wir bezahlt 2,21. So, dann. Ach ja, was Käse. Käse mit dem Namen? Löffel Gorgonzola. Ach ja, Löffel Gorgonzola. Ja, da hatten sie also noch das Schild mit dem alten Preis drauf. Und dann bin ich dann zu unserem Lieblingsfleischfachverkäufer gegangen. Er hat ihn gefragt, ob er denn die Angebote hätte. Ja, 1 Euro. War natürlich Spaß, klar. Oh, und die hatten sie nämlich im Angebot gehabt. Genau. Für 1,99
Da guck doch da drauf, warte hier, da steht es doch auch drauf. Ja, 1,99. Da, Moment, da steht doch der Preis drauf. 1,99, 1,99. Ja, 100 Gramm. 1,99, genau. Und ich habe hier 94 Gramm. Ist lecker, ne? Ha, oh, das Gorgonzola magst du sicherlich. Und hier und haben wir ein Stück Lerdammer. Das war der 100 Gramm Euro. Und da haben wir jetzt bezahlt 2,72. Genau. Ja, Dino. Den magst du doch gar nicht, den Lerdammer, ne? Nö, habe ich auch gesagt. Aber gut, ist noch anderer Gouda, ist ja auch noch da. Mann. Ja, vielleicht auch lag es daran, dass ich erst den Gouda gegessen hatte und dann den Lerdammer gegessen habe. Und dann das kann sein. Kann gut möglich sein. Bitte? Guck mal, Entschuldigung, dass ich das unterbreche. Aber guck mal, hier kommen da hier so Wurzeln raus. Könnte man das hier abtrennen und ins Wasser stellen? Weiß ich nicht. Aber nicht schon genug blüht? Ja, natürlich. Man braucht nichts abschneiden. Nein, ist ja gut. Ja. Was fehlt mir da? Na, Mucki. Weiter geht's. Ja, dadurch, dass wir nun spät nach Hause gekommen sind, ja, haben wir dann gedacht. Und eigentlich wollten wir auch ein Video darüber machen, aber die Räder töten, aber. Achso, erzähl. Sagt Ille, auch weißt du, ich habe jetzt auch keine Lust, mich noch jetzt hinzustellen und irgendwas zu kochen. Wollen wir nicht mal Sushi essen? Wir haben ja schon lange kein Sushi mehr gegessen. Das stimmt. Bei Hit ist extra ein Sushi-Laden. Sushi-Stand. Sushi-Stand und die bringen. Bereiten frisch zu. Genau, bereiten die Sushis frisch. Kannst du richtig zugucken? Ja. Und, naja, jedenfalls schauten wir dann. Hatten schon so 3-4 Pakete ausgesucht. Und dann sagt er, guck mal, da steht Rettertüte. 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 Denn ja, diese eine Rettertüte kostet für jetzt 9,98. 9,99. Und dann sagt Ille auch, ne, das eine Rettertüte wird wohl nicht reichen. Dann nehmen wir noch eine Tüte mit. Weil wir hätten sonst für die Pakete, die wir uns aussuchen, hätten wir auch über 20 Euro bezahlt. Gut, und dann also auch die 9,99. So. Ja. Und da war aber ein Wert drin von über 60 Euro an Essen. Also haben wir unsere Nachbarin, klopf, 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 hier Erich, also das ist eine Frau, Erika, habe ich gesagt, geht's hier rüber, isst du Sushi, ja? Komm rüber, dann haben wir hier alle drei Sushi gegessen. Haben wir Sushi gegessen, genau. Genau. Also, es war einwandfrei. Es musste halt nur gestern. Ja, das musste gestern noch aufgegessen werden. Gestern aufgegessen. Aber warum wegschmeißen? Ich meine, das war halt im Wert von fast über 60 Euro. Ja, wir haben also wir haben 20 Euro bezahlt. Ja. War wirklich lecker. Ja. Ja. Und die Nachbarin hat sich auch gefreut. Genau. Haben wir ein Bierchen zusammen getrunken und dann. Nee, nee, aber sie. Ja, ja. Die Nachbarin und ich. Genau. So. Weiter geht's. Jetzt war bei Hit, ne? Wir sind jetzt bei Hit. Wir sind immer endlich bei Hit angekommen. Ja. Bei Hit hatten sie Lorenz im Angebot. Bei 1,11 Euro. Da habe ich zwei. Da sagte Ille, hast du auch genug mitgenommen? Ich sage zwei. Reicht. Zweimal meine Erdnussflocken. Was heißt das jetzt für mir? New Size, weniger oder mehr? Das steht nicht. Es ist ja so, der Preis ist unter Umständen gedrückt. Wie geht denn jetzt hier die Grammzahl? Und dann ist weniger drin. Na? 175 Gramm. Wie viel waren vorher drin? Müssen wir jetzt nicht. Wir haben keine alten Tüten mehr. Wir haben keine alten Tüten mehr. Achso, ja. Weiter. Ja, dann hat Ille auch sich was gegönnt. Und zwar Cheddar Cheese. Kesselstücks. Kessel. Nee. Kettel. Das sind Handkokelkäse. Die sind handgemacht, die schmecken viel besser, die Kaffeetische. Die war nicht so Angebot für 1,49, glaube ich. Ja, auch. Dann standen sie da so an der Knabbertheke. Und da bieten sie tatsächlich
Chips an, so eine Tüte wie die. Und eine andere Firma für 7 Euro Norbert. Oh Gott, da habe ich gedacht. Das ist auch Handmade. Das ist, der sagte, Ilde, das ist Handmade. Ja, aber trotzdem, ich würde doch keine, da würde mir ja jede Chips würde mir ja irgendwie wehtun. Weiß ich nicht. Ja. Egal. Ja, dann habe ich hier noch mal eine Zeit. Das ist doch jemand kocht, ja? Also dann, ja, das weiß ich auch nicht. Dann hat Ille hier Honigmilch aus Heumilch. Ja. Mensch, ja, wie lange ist denn die noch? Wie schon haben wir denn heute? 23. Ach so, echt? Ich vertrag ja eigentlich keine Milch. Mal gucken, ob ich die trinken kann oder ob ich wieder Bauchschmerzen und Durchfall kriege. Ja, ist auch gut, ich konnte schon nicht mehr. Hat sie eben geklopft? Nein, das war ihre Tür. Die davor? Auch nicht. Auch nicht, okay. Also ich habe nichts gehört. Gut. Dann Tomaten. Aber sie kommen auch aus Deutschland, ja. Und zwar aus Großkreuz. Ja, 3,79 Leute, ey, das sind doch 8 Mark. Da gibt es 8 Mark für wie viel Gramm? Sind noch nicht mal ein Kilo. 650. Naja, was soll's, das regt mich auf. Bringt ja nichts. Bringt nichts, nein. Dann hat Ille hier Kerrygold extra, die mag sie sehr gerne, Butter gesalzen. Und Rapsöl gesalzen. Das ist nur für das Kubik, nur wenn es im Angebot ist. Was suchst du denn jetzt schon wieder? Was suchst du denn? Was ist denn? Ach, ich habe, glaube ich, die Eier aus dem Kühlschrank genommen. Das sind eigentlich, genau, wir hatten alles. Das ist ja wieder typisch. Das ist wieder typisch. Wir hatten das Kühl, obwohl die Eier ja eigentlich gar nicht ins Kühl rein müssen, ne? Aber irgendwie, ja. Also jedenfalls sind hier braune Baby-Eier. Die weißen Baby-Eier sind, die sind noch vom letzten Woche. Letztes Mal. Die nimmst du zum Backen. Die nehme ich zum Backen, genau. Und die nehme ich zum Essen. Die essen wir auch, aber... Ich habe einfach rausgenommen und fertig. Dann Möwenschiss. Pfirsich Maracuja. Was war das jetzt? 49 oder 65 Cent? Ich habe es nicht im Kopf. Ich glaube 49 Cent. Ja, Pfirsich Maracuja. Oh, die sind lecker. Möwenschiss. Pflaume Zimt. Ja, Winter Edition. Pflaume Zimt. Noch was? Ja, 4 Stück. Holunder Erdbeere. Holundela. Und Mango Vanille? Mango Vanille. Noch mehr? Nee, 4 Stück. Ach, hier haben wir doch den Bon. So, was wolltest du jetzt wissen? Ich wollte ja nichts wissen. Was wolltest du jetzt wissen? Ach, was die gekostet haben, die Möwenschüss. Möpi. 69. Oh, 69, okay. Naja, auch trotzdem, die sind schon teurer. Dann, aber die sind aber auch wirklich lecker. Dann haben wir hier Pizzateig von Alnatura. Ille hat vergangene Woche. Ich habe momentan keinen Bock, die Kamera aufzustellen beim Kochen. Kommt aber wieder. Was hast du gemacht? Galsone. Galsone. Pizza Galsone. Ja. Die war lecker. War sehr lecker. Und der Teig von Alnatura, der schmeckt auch. Der schmeckt richtig lecker. Dann hatten sie einen von Henglein, hatten sie auch im Angebot gehabt, den Pizzateig. Aber wenn wir den nehmen. Dieselbe Menge. Ja, aber das war irgendwie. Der ist schon richtig schön aufgegangen und der andere war noch so. Nee, also der ist zwar etwas teurer, kostet 3 Euro. Der kostet 3 Euro, 2,90. Aber der ist mega lecker, Leute. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Ganz toller Teig. 2,99, glaubst du mir immer? Ja, das ist schon gut. Du glaubst mir immer nicht. Ich bin doch nicht am Kontrollieren. Ich will das auch doch selber mal wissen, ob du dich nicht verirrt hast. So, Pizzateig. Dann geht's weiter. Brödel. Unsere Lieblingsbrödel. Blödchen. Unser Lieblingsblödchen. Blödchen. Die sind noch bis Weihnachten halt drauf. So lange halten sie eh nicht. 21.12.
Ist doch nicht schlimmer, da trifft ja die Uhrzeit da oben. Ja, ne? Ah, 2.08 Uhr. Also bis dahin dürfen sie essen. Bis um 2.08 Uhr. Quatsch. Die erzählen wieder Blödsinn. So, jetzt kommen wir zu den Äpfeln. Blödsinn. Was kommt? Hit, echte Vielfalt aus Deutschland. 1000 Gramm, 1,59. Aber wo kommen die denn? Aus Deutschland. Ja, Heinrich-Lanz-Straße, Frutania GmbH, Grafschaft. Grafschaft Äpfel Boskop. Da weiß ich aber trotzdem noch nicht so. Aber auf jeden Fall soll er ja aus Deutschland kommen. Steht nicht drauf. Und keine Plastikverpackung. Das ist Pappe. Pappe, Pappe, Pappe. Ja, früher gab es nur Obst wurde früher nur in Papptüten gepackt. Ja. Warum die von dem Papier Papptüten mehr gerne zum Scheiß Plastik rüber? Naja. Dann habe ich ja noch zweimal Mulch. Ja. Für die Ilmi. Und dann hat Ilmi noch was Veganes mitgenommen. Ja, genau. Denn an meiner Haut oder an unserer Haut, an unserer Haut lassen wir keine Tiere, ne? Bio und vegan. Ja, also Leute, Slip einlang. Extra lang, extra Sauerstoff ohne Duft. Ja, also wie gesagt, auch an unsere Muttis kommen keine Tiere. Ja, und dann wir sind jetzt bei Hit durch. Dann waren wir noch bei Hornbach. Bei Hornbach haben wir eine Platte gekauft. Wir haben nicht keine Platte vom Kopf, wir haben auch kein Holz vor dem Kopf, wir haben auch kein Holz vor der Hütten. Obwohl, das könnte man vielleicht noch mal sagen, so ein bisschen Holz haben wir vielleicht doch noch. Du! Ja gut, okay, aber wir brauchten eine Platte und zwar für unsere Weihnachtsdeko. Ich hatte zu Ihnen gesagt, ich habe Schwierigkeiten, die ganzen Deko-Sachen zu Weihnachten auf unsere Anrichte zu bekommen. Ich möchte gerne die Anrichte vergrößern. Also sind wir los zu Hornbach. Verbreitern auch. Bitte? Verbreitern. Verbreitern und verlängern? Ja, also nur gesagt verlängern. Ja gut, also verbreitern auch, okay. Bei Hornbach rein, wir sind gleich in die Holzschneideabteilung gegangen und dann kam ein sehr netter Verkäufer, muss ich auch sagen. Der kam auf uns zu. Womit kann ich Ihnen dienen? Naja, dann sagt man so und so, das wollen wir haben. Dann zeigt er uns, was für ein Holz, was für eine Stärke vom Holz. Naja, dann zeigt er auf dieser Palette, und dann haben wir uns für dieses Holz entschieden. Dann rechnete er nach, was das mit Zuschneiden kostet. Wir haben jetzt hier 1,70 mal 50. Mhm. Mit Zuschneiden 10 Euro. Ja. Nehmen Sie Platz, ich mache es Ihnen fertig. Ja. Keine 5 Minuten später. Keine 5 Minuten später war die Platte fertig. Fertig, genau. Und jetzt liegt sie da drauf. Jetzt liegt sie da drauf und ich weiß nicht. Kannst du mal nur umschwenken, können Sie sie sehen. Findest du auch den anderen Müll, der da liegt? Ist ja nicht der Müll da. Kannst du mal kurz umschwenken? Sie schwenkt jetzt mal rüber zu unserer neuen Platte. Nee, einfach nur drehen. Ja, genau. Na ja, drehen. Genau, rüber drehen. Da. Ich muss noch ein bisschen. Das sieht man doch schon, Maus. Da ist sie da, die sitzt. Die Platte. Genau. Da ist die Platte jetzt. Da kommt jetzt gut noch schön die, also, ne? Tischstückchen oder Läufer und wir wollen. Ich glaube gar nicht mal mehr. Gut. Ja, ich glaube gar nicht mehr. Gar nichts? Nein, ich lasse es so. Natur. Okay. Ja, Lass es so, wie es ist. So, meine Lieben, dann habe ich noch zu guter Letzt noch eine Bekanntmachung. Wir haben vor etlichen Wochen eine Temu-Verlosung gemacht. Ja. Dann kam die Krankheit dazwischen, genau. Der Besuch in Hamburg. Genau. Oder andersrum, der Besuch in Hamburg, dann kam die Krankheit. Ja, genau. Dann kam mein Geburtstag, dann kam das und das. Und wir haben dann letztendlich, ich habe auch irgendwie keine Zeit gefunden, Röllchen zu machen. Wir haben dann eine Verlosung mit Notar gemacht. Und zwar Notar Vivaldi und Notar Da Vinci. Und wir haben
beziehungsweise die beiden haben dann einen Zettel gezogen mit dem Namen. Gabi Wengingmann. Du hast das Temo-Paket gewonnen mit den ganzen Temo-Artikeln. Bitte gib uns deine Adresse, also in der Infobox steht unsere E-Mail-Adresse oder unser Community-Handy. Lass uns deine Adresse zukommen und dann schicken wir dir draus das Paket. Also es ist wirklich ein großes Paket. Ja, ne? Es ist viel drin. Also ja. Es ist nicht nur außen groß, es ist so auch innen viel drin. Innen, ne? Viel. Du hast ja gesehen, bestimmt den Null. Also liebe Gabi Wengingmann, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ja, melde dich, du hast das Riesenpaket gewonnen. Herzlich und die nächste Verlosung machen wir dann wieder. Ne, jetzt vor, es ist einfach so, wir haben einfach keine Zeit. Ne, also, liebe Gabi, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ja. Also melde dich bitte. Genau. Aber nicht bei Julia Leichnis, sondern bei uns. Ja. Bitte melde dich. Ja, das musste jetzt einfach noch. Genau, wir können es wieder vergessen. Ja, jedes Mal, sagen wir, heute gehen wir, ja, jetzt haben wir wieder vergessen. Ja, aber kennst du jetzt wieder vergessen? Ja, na, jetzt ist das. Ach, du bist ein Engel, Schatz. Ja, du denkst dran, dann kommt das Paket endlich weg. Ja. Also bitte, bitte melde dich. Ja. Bei uns. Bei uns. Bitte, bitte melde dich. Ja, ihr Lieben, und das war's auch. Ja. Von uns, für euch. Also lieben Dank nochmal für euren super Resonanz zu dem Temo Halls, von den Temo-Tanten. Von den Temo-Tanten. Von den Temo-Tanten. Wenn ihr dieses Video seht, diesen Foodhall seht, dann kam inzwischen noch ein Temo-Hall. Und dann habe ich auch noch einen Temo-Hall. Und ja, lieben Dank. Und verzeiht uns, dass der Foodhall nicht heute kommt, sondern wirklich erst. Also nicht heute auf den Donnerstag, sondern erst auf den Freitag. Ja? Gut, dann verabschieden wir uns. Wir wünschen euch was. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Lieben Dank für euren Support. Wir sind schon 4-2, Leute. 4-2. 4-2? Nein. 4-2. 4.200. Ja. Dankeschön. Ja, lieben Dank. Herzlich willkommen in unserer Community. In Community. Wir sind verrückt. Manchmal. Öfter. Hin und wieder. Wir sind real. Ja. Wir sind ehrlich. Ja. Und ja, ist nichts gestellt. Nichts gestellt, nichts, gar nichts. Nichts Künstliches. Es wird auch nicht geübt. Nein, alles spontan. Das kommt alles spontan, ja, und genau, aus dem Ärmel. Ja, und gönnt uns doch unsere ja, das ist jetzt wieder Kooperation. Weg. Genau. Einfach gönnen. Und wir gönnen uns jetzt den Feierabend oder den Feiertag oder den Feiervormittag, keine Ahnung, auf jeden Fall machen wir jetzt Feierabend. Wir machen jetzt Feierabend, genau. Wir haben keinen Feiertag. Wir machen jetzt Feierabend, hier mit euch Feierabend. Ja, genau. Was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss. Winke Irmi. Oh. was war das jetzt bitte? Das war Five Up. Five Up. Kannst du pfeifen? Ja, ja, Five Up. Ich kann nicht pfeifen. Nee, du nicht. Ich pfeife manchmal aus dem letzten Loch. Ja. Tschüss. Ach so. Ach so, da kennst du doch schon deinen Spruch. Nee. Ach so, ja komm hierher. Warte, nee. Ja doch. Ja gut, okay, komm ich doch nochmal. Es wird langsam kalt, ne? Wollte ich euch nochmal gesagt haben. Die Füße werden auch kalt. Was hat sie an? Temu! Wie sind die? Erzähl! Die sind schön. Die sind schön warm, wärm, wirklich gut. Ja. Ja, also ich meine, vor allen Dingen sind die auch ein bisschen stabiler. Also wenn sie mehr mit denen über den Kopf zieht, dann tut sie sich ganz so doll weh, weil Widerstand gibt. Okay, das war's. Tschüss. Mach's gut. Verrückt und zugenäht.